Hallo und herzlich willkommen zu Für immer jung mit Kleinigung. Heute mal wieder mit einer Buchkritik. Es ist ziemlich genau 15 Jahre her, dass ich einen Roman gelesen habe, der mich zutiefst beeindruckt hat. Es ist das Buch von Daniel Kehlmann mit dem Titel Die Vermessung der Welt. Daniel Kehlmann schildert darin eine Doppelbiografie von zwei Forschern des 19. Jahrhunderts. Der eine ist Alexander von Humboldt, der berühmte Naturforscher. Der andere ist Karl Friedrich Gauss, der im 19. Jahrhundert als der berühmteste Mathematiker Deutschlands galt. Was haben die beiden zur Vermessung der Welt beigetragen? Nun, Alexander von Humboldt hat vor allen Dingen Feldforschung betrieben bei seinen Reisen, hauptsächlich in Südamerika. Karl Friedrich Gauss hat die mathematischen Grundlagen dafür geliefert und verbessert, dass diese Messungen dann auch möglichst präzise sind. Das Ganze ist tatsächlich ein wunderbares und höchst lesenswertes Buch geworden. Aber es ist natürlich nicht das, was ich Ihnen heute vorstellen möchte, denn da handelt es sich um einen Roman und ich bin schließlich kein Literaturkritiker. Obwohl, eine kleine Hommage an Marcel Reich-Ranicki machen wir vielleicht doch. Also, ich kann Ihnen dieses Buch von Daniel Kehlmann nur ans Herz legen. Es ist ein ganz famoses Werk. Und das sollten Sie lesen, bevor Sie sich mit irgendwelchem anderen Unsinn befassen. Also zum Beispiel mit dem nächsten unnützen Werk von Martin Walser. Seien Sie ruhig, Herr Löffler. So, damit aber nun zu dem Buch, was ich Ihnen wirklich vorstellen möchte. Es trägt einen ganz ähnlichen Titel, nämlich Die Vermessung des Lebens. Und der Autor ist Peter Spork. Das Thema des Buches ist die sogenannte Systembiologie. Zu der kommen wir später noch. Bevor wir darauf eingehen, noch ein paar Worte zu Peter Spork. Peter Spork ist einer unserer besten und renommiertesten Wissenschaftsjournalisten. Er schreibt eigentlich für alle großen Tageszeitungen und auch für alle großen Magazine. Vor allem schreibt er aber auch sehr, sehr gute Sachbücher. Und sein bekanntestes und wahrscheinlich einflussreichstes ist sicherlich vor 12 Jahren erschienen und trägt den Titel Der zweite Code. Und darum geht es um die Epigenetik. Das war damals noch eine ganz neue Wissenschaft. Und Peter Spork war der Erste, der diese neue und auch vor allen Dingen für die Anti-Aging-Medizin ja sehr, sehr wichtige neue Subdisziplin der Genetik vorgestellt hat in seinem Buch und der auch mit dann der zweite Code dafür eigentlich den richtigen Begriff gefunden hat. Ich habe mit Peter Spork übrigens ein Interview auch gehalten für diese Reihe Für immer jung. Wer das noch nicht gesehen hat, unten kann man es nochmal anklicken. Nun kommt er mit einem weiteren Buch und stellt uns eine neue innovative Wissenschaft vor, die Systembiologie. Was versteht man darunter? Biologie ist die Lehre des Lebens und die Systembiologie versucht, das Leben zu beschreiben, aber nicht so sehr als eine lineare Kausalkette, sondern als ein sehr komplexes System von Regelkreisen und von Netzwerken. Und dazu braucht sie die Mathematik. Also, da sind wir wieder bei dem Kehlmann-Buch. Auf der einen Seite die Forschung im naturwissenschaftlichen Bereich, auf der anderen Seite die mathematische Unterstützung, um diese Forschungsergebnisse auch auszuwerten. Vor ungefähr 100 Jahren gab es auch eine neue Art von Biologie, die sogenannte Mikrobiologie. Auch dahinter steckte zunächst einmal ein wissenschaftlicher, ein technischer Fortschritt. Die Mikroskope waren besser geworden, die Laboranalysen waren besser geworden und das erlaubte es jetzt plötzlich,
zum Beispiel für bestimmte Erkrankungen, die man bis dahin eigentlich gar nicht richtig erklären konnte, nun ganz spezielle Ursachen zu identifizieren, nämlich Mikroben, Bakterien. Egal ob Cholera oder Syphilis oder Tuberkulose, plötzlich fand man für diese Erkrankungen, die man bis dahin tatsächlich nicht einordnen konnte, die Ursache, nämlich bestimmte Bakterien. Besonders hervorgetan hat sich da in Deutschland Robert Koch, den wir inzwischen alle kennen, weil das nach ihm benannte Institut eigentlich fast jeden Abend in den Nachrichten erwähnt wird. Und Robert Koch hatte den Tuberkuloseerreger entdeckt. Und plötzlich war klar, da ist der Erreger, kommt er in den Körper, gibt es die Tuberkulose. 30 Jahre später kam dann noch was hinzu, da kamen dann die Antibiotika auf den Markt. Das heißt, man hatte ein einfaches Erklärungsprinzip und man hatte auch eine einfache, effiziente Therapie. Das war vor 100 Jahren sicherlich ein großer Fortschritt. Die Systembiologie sagt aber heute, es ist zu simpel. Warum? Nicht jeder, der Tuberkuloseerreger in seinen Körper bekommt, erkrankt ja auch an Tuberkulose. Das hängt von vielen anderen Umständen auch ab. Fangen wir mal an bei den Genen. Es gibt Menschen, die sind mit so guten Genen auf die Welt gekommen, dass sie eigentlich fast ihr ganzes Leben keine Krankheit bekommen. Da wäre es also sinnvoll, erstmal zu analysieren, was haben die denn für eine genetische Ausstattung. Inzwischen wissen wir, auch dank Peter Spocks Buch, dass Genetik eben nicht alles ist, sondern Genetik wird gesteuert durch Epigenetik. Das heißt, es reicht nicht nur, die reine Gensequenz zu identifizieren, sondern wir wollen auch die Methylierungsmuster, also die Epigenetik, genauer beschreiben. Die Epigenetik wiederum beruht auch im Wesentlichen auf unserem Lebensstil, auf unserer Ernährung, auf Umweltfaktoren. Auch die spielen also dann mit da rein und sollten möglichst erfasst werden. Ob jemand erkrankt oder nicht, hängt natürlich auch ganz wesentlich von seinem Immunsystem ab. Das kann sehr ausgeprägt und sehr wirksam sein, dann werde ich wahrscheinlich nicht erkranken. Das kann aber auch geschwächt sein oder am Boden liegen und dann werde ich schwer erkranken oder eventuell an einer solchen Erkrankung sogar versterben. Das erleben wir derzeit jeden Tag auch mit der Corona-Pandemie. Unser Immunsystem wiederum ist abhängig auch von der Funktion unseres Magen-Darm-Trakts. Da ist sozusagen, wird die Außenwelt zur Innenwelt und deshalb durch die Nahrung, die wir aufnehmen und verdauen, und deshalb ist da auch das Immunsystem so besonders wichtig. Also auch das müssen wir erfassen in seiner ganzen Komplexität und das Immunsystem ist tatsächlich komplex. Auch da würde die Systembiologie sagen, auch das müssen wir mit analysieren, um ein genaues Bild davon zu bekommen, ob dieser Mensch dann eine Tuberkuloseerkrankung bekommt oder nicht. Also, Sie sehen, da fallen sehr viel mehr Faktoren ins Gewicht als jetzt nur Bakterienkrankheit. Und aus all diesen Dingen, die ich Ihnen genannt habe, sind inzwischen auch eigene Wissenschaften, eigene Subdisziplinen entstanden. Also Anfang des Jahrtausends haben wir das Genom in seiner Gesamtheit erstmals entschlüsselt. Das war dann die Geburtsstunde der sogenannten Genomik. Wir haben gesagt, inzwischen kommt zur Genomik die Epigenomik, also die Vielzahl oder die Gesamtheit aller epigenetischen Veränderungen. Was machen Gene? Im Wesentlichen liefern Gene den Code für den Bau von Proteinen, von Eiweißen. Und auch die gibt es in einer großen Vielzahl in unserem Körper. Und ein neues Forschungsgebiet, die Proteomik, versucht nun auch die Gesamtheit aller Eiweiße in unserem Körper zu analysieren. Was im Übrigen wesentlich komplizierter ist als die Genomik, denn Eiweiße sind sehr viel komplexer in ihrer Struktur, dreidimensional gefaltet und so weiter. Wir haben gesagt, in unserem Darm haben wir Billionen von Bakterien, mit denen wir wie in einem Ökosystem zusammenleben. Auch die versuchen wir in ihrer Gesamtheit zu erfassen. Das ist die
Mikrobionik. Diese Bakterien entfalten ihre Wirkungen häufig über Stoffwechselprodukte. Das ist dann die Metabolomik. Also diese ganzen Omik-Wissenschaften, die sprießen, die boomen im Moment tatsächlich und beflügeln auch die Wissenschaft und auch die Medizin. Aber man kann sich vorstellen, dazu braucht es natürlich ungeheuer viel Daten. Und damit wird natürlich auch klar, dass die Systembiologie tatsächlich erst im 21. Jahrhundert ihren großen Siegeszug antreten kann. Denn nur heute verfügen wir tatsächlich über die Rechnerleistungen, um das Ganze auch zu messen, zu speichern, zu analysieren. Und das können Sie nur mit einer guten Rechnerkapazität. Also da braucht es jetzt nicht nur sozusagen die Forscher à la Humboldt, da braucht es jetzt auch die Mathematiker à la Gauss, die das Ganze mathematisch erfassen. Und dazu braucht es eben auch nicht nur Rechnerkapazitäten, dazu braucht es auch künstliche Intelligenz, dazu braucht es Deep Learning, dazu braucht es Algorithmen, die aus diesem riesen Datenwust, der zunächst einmal völlig chaotisch erscheint, dann auch bestimmte Muster herausselektieren, die dann doch von Bedeutung sind. Also von daher eine Schlüsselwissenschaft des 21. Jahrhunderts, und die Omikwissenschaften sind nicht die einzigen, die viel Datenvolumen verbrauchen. Viele Menschen gehen inzwischen auch dazu über, ihre eigenen Körperfunktionen permanent zu dokumentieren. Das fing mal ganz simpel an mit Fitnessbändern, die zum Beispiel die Schritte zählten, die wir jeden Tag gemacht haben. Die neue Generation von sogenannten Fitness-Trackern oder auch von Wearables, die analysiert ganz andere Dinge. Die misst permanent unseren Puls, die misst unseren Blutdruck, die misst unsere Herzratenvariabilität. Die nächste Generation ist wahrscheinlich sogar in der Lage, zum Beispiel unseren Blutzucker permanent zu messen über 24 Stunden hinweg, durch die Haut hindurch. Also da haben wir demnächst sozusagen tragbare Diagnosegeräte an unseren Handgelenken, die uns mit einer Vielzahl von Daten dann auch versorgen. Und Spork sagt nun, wenn wir all diese Dinge zusammenfassen, unsere Genomik, unser Mikrobiom, unsere Epigenetik und so weiter, plus unsere persönlichen Daten, dann könnten wir das auch alles dazu nutzen, eine Art digitalen Zwilling zu erschaffen. Was ist das? Das ist wie eine Art Avatar, der dann alle meine Gesundheitsdaten hat und den ich auch dazu nutzen kann, eine Art Gesundheitsnavigator zu werden. Das heißt, aus diesen vielen Daten kann ich dann ja auch hochrechnen, bleibe ich gesund oder laufe ich Gefahr, krank zu werden. Und ich kann auch an diesem digitalen Zwilling dann bestimmte Dinge eventuell simulieren. Was passiert, wenn ich jetzt zum Beispiel weniger esse, mehr Sport mache, mehr Alkohol trinke oder sonstige Dinge? Das heißt, das könnte ich an diesem digitalen Zwilling dann wie an einem Modell durchspielen. Und dieser digitale Zwilling würde dann für mich eine Art Gesundheitsnavigator, so wie ich in meinem Auto ja inzwischen auch ein Navi-System habe, was mir dann auch sagt, wo ich langfahren soll. So wird mir dieser Gesundheitsnavigator dann auch Tipps geben, was ich tun soll, um meine Gesundheit zu erhalten oder sogar zu optimieren. Aber wie gesagt, das funktioniert eben nur mit ganz, ganz vielen Daten. Und da gibt es natürlich schon auch Menschen, die sagen, okay, wenn diese vielen Daten dort erhoben werden, werden die denn tatsächlich auch nur genutzt, um mich und meine Gesundheit zu optimieren? Wir wissen ja, dass es inzwischen doch auch eine ganze Menge von Unternehmen gibt, die Daten nutzen, um Geschäfte zu machen, um reich zu werden. Und es sind inzwischen tatsächlich die reichsten Firmen der Welt. Google, Facebook, Amazon, all das sind ja die riesen Datenfirmen, denen es eben gelingt, aufgrund von Algorithmen diese vielen Daten zusammenzuführen, eventuell Muster daraus zu erschließen und so weiter. Und da ist natürlich die Frage, wenn die über diese Daten verfügen, nutzen die tatsächlich nur,
um sich um mich und meine Gesundheit zu kümmern, oder nutzen sie die eher, um die eigenen Gewinne nochmal weiter in die Höhe zu treiben? Und es sind ja nicht nur diese Firmen, die da tätig sind, sondern die Frage ist auch, was passiert denn, wenn diese Daten vielleicht in ganz falsche Hände kommen, wenn mein Arbeitgeber die bekommt, wenn meine Krankenkasse da plötzlich weiß, wie mein Gesundheitszustand und wie meine Systembiologie ist, gehen da nicht plötzlich meine Kassenbeiträge hoch? Spork kennt diese Sorgen und er nimmt sie auch durchaus ernst. Und im letzten Kapitel seines Buches geht er auch darauf ein und zeigt auch Möglichkeiten auf, wie wir Herr unserer eigenen Daten bleiben oder wieder werden, zum Beispiel durch die Anlage einer persönlichen Datenbank. Also ein innovatives Thema, aber auch ein komplexes Thema. Und Peter Spork schafft es, dieses komplexe Thema sehr differenziert, aber auch sehr verständlich, sehr anschaulich darzustellen. Und dieses Thema ist natürlich von großer Bedeutung, auch für unser Thema, nämlich für die Präventions- und für die Anti-Aging-Medizin. Er sieht da eben nicht nur eine neue Wissenschaft heraufziehen, sondern er sieht auch eine völlig veränderte Medizin, nämlich eine Medizin, die sich nicht mehr primär darauf konzentriert, Krankheiten zu behandeln, sondern darauf, Gesundheit zu erhalten. Und das ist ja auch unser Ziel als Anti-Aging-Mediziner. Von daher absolut lebenswert und ich denke, es ist ihm mit diesem Buch gelungen, was ihm vor 12 Jahren schon einmal mit seinem Buch über Epigenetik gelungen ist, nämlich ein ganz neues, ein innovatives Wissenschaftsfeld darzustellen in seiner ganzen Komplexität. Systembiologie kennt heute noch niemand. Das war bei der Epigenetik vor 12 Jahren aber auch so. Und ich denke, in 5 Jahren wird das eine Zukunftstechnologie sein, die uns alle fasziniert und die auch die Medizin auf ganz neue Wege bringt. Von daher ein absolutes Must-Read. Peter Spork hat nicht nur dieses Buch geschrieben, sondern er hat auch eine eigene Webseite. Auch die haben wir unter diesem Video noch einmal verlinkt. Und ich kann nur jedem empfehlen, sich da einmal reinzuklicken, wo wir beim Thema Klicken sind. Wenn Sie jetzt nochmal auf das Like klicken und auf das Abo klicken, dann machen Sie uns natürlich auch glücklich. Wir sehen uns wieder zur nächsten Folge von Für immer jung mit Kleinkunst.